Jausen! Heute zeige ich dir, wie du so ein Video ganz einfach machen kannst. Wenn dich solche Themen interessieren, abonniere schon mal den Kanal und komm rein in die Dang Gang bei Patreon. Link dazu findest du in der Beschreibung. Okay, stopp, stopp. Dachte, du machst einen Chor mit. Was? Nee. Ich kann nicht singen. Es steht aber in deiner Jobbeschreibung nicht drin, dass du nicht singen sollst. Ich hab nicht gefragt. Okay. Du stellst Fragen und ich beantworte sie in der Frag den Dan Show. Alrighty, das allererste, was wir jetzt brauchen, ist ein Video von mir, in dem ich ins Bild reinlaufe, kurz pose, ein Stückchen weiterlaufe, kurz pose und dann laufe ich aus dem Bild wieder raus. Komm mal mit der Kamera ran, Jesse, und wir filmen das direkt hier vom Handy ab. Da muss ich nämlich keine Bildschirmaufnahme machen. So, wir sind jetzt hier auf meinem Handy drauf. Wenn du kein Stativ zur Hand hast, dann nimm irgendwas, auf das du das Handy draufstellen kannst, etc., weil sobald sich das Handy bewegt bei der Aufnahme, sieht es nicht mehr ganz so geil aus. Okay. Jesse, siehst du das auf der Kamera? Mhm. So, ich mach mal hier, pass mal auf, wir machen auch so, einmal fest aufs Display drücken, damit die Belichtung und die Schärfe gleich bleibt und sich das nicht irgendwie bewegt, während ich reinlaufe. So, ich mach das Video mal an. Du bleibst da. Okay, ich komme, du sagst mal, wenn ich im Bild bin. Mhm. Jetzt bist du im Bild. Bist du ganz links und bist raus. Okay, tight. Geil. So, und jetzt nehmen wir das Material, gehen zu CapCut rein, mehr brauchen wir gar nicht, und schneiden das. Du kannst das natürlich mit verschiedenen Apps machen. Ich zeige dir das jetzt mit der App CapCut. Das geht total einfach. CapCut, kostenlose App. Und dafür öffnen wir jetzt einfach mal CapCut. Dann drücke ich oben auf Plus. Nehme das Material, was ich gerade aufgenommen habe, gehe auf Hinzufügen und jetzt habe ich hier so ein Material drin. Erstmal, damit es nicht so lange im Nichts ist, oh Gott, ich buckel hier schon wieder, nehme ich diese Spur und mache die mal vorne ein bisschen kürzer. Musst du natürlich nicht machen. Ich mache es nur einfach, damit es mich nicht so langweilt und so lange nichts kommt, während ich ins Bild reinlaufe. So, was wir jetzt machen ist, wir suchen uns jetzt die Stellen, an denen wir posen und von diesen Stellen machen wir ein Standbild. Das geht ganz einfach. Hier gibt es unten die Option Einfrieren. Da drücke ich mal drauf. Dann öffnet sich dieses Bild und oder beziehungsweise es wird ein Bild gemacht von der Stelle und das will ich jetzt in eine andere Spur bekommen und dafür drücke ich einfach mal hier unten auf Überlagerung. So, jetzt habe ich dieses Bild in einer neuen Spur. Und schieb das erstmal weg. So, jetzt nehmen wir das zweite, die zweite Pose, die ich gemacht habe und machen davon natürlich auch wieder ein Standbild davon. Dafür drücke ich wieder auf diese Spur, ja, von dem Originalvideo und dann wieder auf Einfrieren. So, und jetzt legen wir das wieder in die Spur drunter mit Überlagerung. Jetzt habe ich ja meine beiden Standbilder und jetzt muss ich die erstmal freistellen, also quasi den Hintergrund entfernen. Und dafür drücke ich einfach auf diese Spur und dann gibt es hier die Möglichkeit Hintergrund entfernen. So, jetzt bin ja ich alleine zu sehen, aber in dem Standbild kein Hintergrund mehr und das mache ich jetzt mit dem zweiten auch. Draufdrücken, Hintergrund entfernen. So, jetzt habe ich mich hier schon freigestellt und was ich jetzt mache ist, ich nehme die Spur mit dem Standbild, ziehe die erstmal bis ganz zum Anfang, dann stehe ich hier schon so drin. Das mache ich mit der zweiten Spur natürlich auch. So sieht das jetzt aus und dann laufe ich hier rein. Und was ich jetzt machen muss, ist, ich wähle dieses Standbild aus und das soll so lange stehen, bis ich mich wegbewege wieder aus dieser Pose. Dann zoomen wir mal ein bisschen rein hier. Und in dem Moment, wo ich mich bewege, soll das Standbild aufhören. Du siehst, hier bewege ich mich, hier stehe ich noch. Und genau bis dahin soll das Standbild gehen. Boom. Und das zweite Standbild auch wieder so lange ziehen, bis die Bewegung dann vorbei ist. Ich ziehe das jetzt erstmal hier lang. Du siehst, hier pose ich, also länger ziehen und sobald ich mich aus der Pose wegbewege, hier, muss das Standbild aufhören. Wo kommt die Bewegung? Hier kommt die Bewegung und dann muss hier das Standbild aufhören. Wir gucken mal rein, was passiert. Der Boy läuft ins Bild. Jetzt bist du im Bild. Danke nochmal. Und sobald ich mich losbewege, nehme ich das Standbild mit. Gangster! Bist du ganz links und weißt du was? Jetzt mache ich das Video hinten noch kürzer. Bumm. Drück oben auf Ausspielen. Und jetzt schauen wir uns das nochmal gemeinsam an. So sieht also das fertige Video aus. Ich komme rein ins Bild. Boom.
stell mich rein. Probier es einfach mal aus, teile es in deinen Social-Media-Kanälen, markiere mich, ich freue mich und teile natürlich auch eure fertigen Ergebnisse. Komm rein in die Dan Gang bei Patreon, dort bekommst du noch mehr Tipps und Tricks rund um Social-Media und das, bevor die anderen sie bekommen. Ich bin raus für heute, hau rein, peace!